Willkommen zurück zu Belle Boomerang. Ja, nicht den Namen verwechseln mit einer anderen, die Belle heißt. Und ja, wir machen jetzt... Aha, das ist nur ein Zwischenpunkt. Act 3. Watercolor Falls. Wasserfarbenfälle. Ja. Oh Gott, das ist ein bisschen durcheinander mit dem ganzen Blau im Bildschirm, aber... Okay. Oh, neue Ability. Bubble. Press the attack button to create flurry of bubbles. Aha. RIP! Wir sind ein Wasserbell, Wasser-Pokémon. Hier oben ist nichts. Oh Gott, das sah gerade komisch aus, wie ich da durchlaufen konnte. Das sieht komisch aus. Schade. Das geht jetzt nicht mehr. Aua! Hab ich noch bekommen, okay. Tschüss! Verschwinde! Verschwinde! Okay. Ist nicht so einfach. Ach, die Blumen da unten spawnen die. Ja, okay, da spawnt die. Den kann ich aber nicht besiegen. Das ist blöd. Und warum greife ich ihn nicht an? Das war nicht so klug von mir. Jetzt habe ich nur noch ein Leben. Das will ich natürlich nicht verlieren. Deshalb sollte ich jetzt ein bisschen besser spielen. Ein bisschen mehr gamen. Und nicht sowas machen. Ich weiß nicht, ob es nur am Retro-Mode liegt, aber die Gegner wirken mir echt sehr schnell. Finde ich. Nein! Ah, da rutscht man so ein bisschen. Das Problem ist in diesem Spiel, man rutscht so ein ganz kleines bisschen, glaube ich. Oder? Oder war das jetzt einfach nur ich, wie schlecht bin? Da schneide ich raus. Oh oh. Zwei Blooper. Okay, die Blooper drüben. Da ist noch einer. Ah, verschwinde! Und noch ein pinker, süßer kleiner Blooper. Aber den muss ich jetzt ignorieren. Blocken einsammeln. Euch alle killen, außer ich sterbe zuerst, als erstes. Das kann auch passieren. Ich hab eine Bubble, so wie die, aber ich kann leider nicht damit schweben. Checkpoint, schön. Ein roter Igel, der an der Decke klebt. Der wirkt mir so ein bisschen wie die Beatles aus Mario. Ja, ich sehe die ganzen Mario-Referenzen. Ja, ja, klar, genau. Weil Indie-Developer können ja keine eigenen Ideen haben, müssen ja alles von Mario klauen, deshalb muss ich das alles auch vergleichen mit Mario. Das war übrigens ein Witz. Bitte lachen, danke. Ja, das war nicht so schön. Bin ich da rein? Piu, piu! Nee. Okay. Aua! Nein, ich will nicht wieder hier anfangen. Meine Ability. Ability. Yes. Ich muss sagen, ich finde ihr Outfit allgemein, ihr Aussehen finde ich in dieser Ability viel schöner. Auch mit Grün, also Grün finde ich ja sowieso ein bisschen schöner als dieses Blau. Weil ja auch schon so viel Blau im Level drin ist allgemein. Mag ich aber auch Grün. Okay, danke fürs Leben, Bro. Vielen Dank. Hier ist eine Falle. Hier sind Hosen. Kann ich die klauen? Nein? Okay, dann nicht. Was können wir dann machen? Und was können wir doch tun? Weiß ich, ich bin nicht so ein großer Freund von dieser Bubble Attack. Die geht so ein bisschen nach oben. Von der Bubble Gatta. Geht nicht so gut. Und alles mitnehmen hier. Blip. Abgeprallt an mir. Hallo, tschüss. Okay, die sind jetzt nicht beim Bildschirm. Das ist okay, das ist vielleicht sogar ein Vorteil in diesem Spiel. Und zwar, wenn man was nicht im Bildschirm ist, existiert es nicht. Ach, der killt mich. Der steht einfach nur so rum. Ich dachte, der will mit mir reden. Nee, leider nicht. Das ist jetzt sehr schlecht, weil dadurch habe ich... Ah, never mind. Ich habe ein Herz bekommen. Juhu. Also wenn die irgendwo Secret Exits sind, ne, dann verliere ich die. Verpasse ich die mal nicht. Okay, aua. Das ist nicht so gut. Nein, da war doch das! Nein! Aber Mike, du bist doch selber schuld. Du wolltest ja auf Retro-Modus spielen. Dann wunder dich nicht, dass du aufs Maul bekommst. Weil du so schlecht bist in Videospielen! Wieso droppen dir eigentlich keine Herzen? Finde ich aber nicht so nett. Was? Woran bin ich gestorben? Darf ich das Ding doch einmal nicht mehr berühren? Vorhin ging das doch. Vorhin bin ich einfach ganz locker easy durchgelaufen.
is the logic. There is no logic. Warum bin ich einprogrammiert? Kommt das im nächsten Update? Aber warum sammle ich auch dieses Power-Up ein, ne? Warum mache ich das? Ich will das doch gar nicht, das Power-Up. Ich mag das doch gar nicht. Warum nehme ich dann mit? Das ist eine gute Frage. Warum? Sind die da überhaupt so wichtig, diese Dinger? Diese Glocken? Brauche ich die unbedingt? Ich gehe einfach mal davon aus, ne, dass ich die unbedingt brauche. Deshalb mache ich diesen ganzen. Ah! Okay, ich habe es irgendwie geschafft, hier hinzukommen, ohne dieses Power-Up einzusammeln, weil. Ich mag das zwar, wie sie da aussieht, aber ich mag nicht, wie sie da kämpft mit den Blasen. Deshalb versuche ich es mal so, ob ich so besser dran vorbeikomme an den Dingern hier. Und ja, die Antwort ist ja. Ja, hat sich gelohnt. Tut's durch. Okay, jetzt nicht mal sterben. Ich habe noch 2 Leben. Die will ich jetzt nicht so einfach verlieren, ja? Gott. Ich treffe halt nichts. Jetzt habe ich ihn getroffen. Schön. Hilft nur nicht, wenn ich trotzdem gleich down gehe. Wo bin ich eigentlich down gegangen? Ich habe komplett das Level vergessen jetzt. Oh wow. Oh wow. Danke, Spiel. Ich habe zwar jetzt wieder dieses Power-Up, aber dafür habe ich 3 Leben. Ich hoffe, dass es worth it, hier lang zu gehen und immer wieder diesen Chaos hier neu zu machen. Ich glaube, das ist überhaupt worth it. Und jetzt habe ich meine Bubble verloren, die ich gerade ohne es bemerkt zu haben bekommen habe. Egal. Verschwinde. Ich möchte einfach nur ganz normal durch, ohne gestört zu werden, ohne dass hier irgendwelche Igel meinen Tag versauen oder irgendwelche Oktopusse oder Tintenfische. Keine Ahnung. Ist sowieso sehr ähnlich, I guess. Hau ab. Danke. Ja, nice. Jetzt geht nochmal down. Jetzt gehe ich nochmal schön down. Ich habe die Rose nicht. Die ist wahrscheinlich da oben, oder? Aber ich darf nicht mehr lang? Dein Ernstspiel? Okay, hoffe ich mal, dass sie da nicht ist. Und mein Gott, endlich wieder ein Checkpoint. Endlich. So, okay. Bei dem muss ich wieder aufpassen. Ah, jetzt habe ich wieder dieses Power-Up. Wo sich nur die Farbe ändert, nicht das Aussehen. Warum ist da oben her? Wie soll ich da rankommen? Da würde ich schon gerne rankommen. Ist bestimmt nützlich und vorteilhaft. Oh, jetzt. Oh nein, jetzt packen sie beide in einen. Oh Gott, beide Gegner in einem Level. Finde ich aber nicht so schön. Habe ich nicht zugestimmt, dass wir das so machen. Oh, der Triple Kill! Und jetzt habe ich das andere Item wieder. Wie soll man da hochkommen? Da muss ich ja eigentlich hoch, ne? Ja, doch, ich glaube, hier muss ich hoch. Weil da Glocken sind. Und Spiel meinte, sammle Glocken ein, dann ist gut. Und genau das mache ich jetzt. Und ich hoffe, ich sterbe dabei nicht. Während ich das versuche. Okay, danke für die Bubble-Spiel, danke. Huh? Wieso hat sich die Ratio geändert? 4:3 auf einmal. Weil es jetzt nach oben geht. Oh nein. Bienen. Ah! Die sind aber echt böse, die Bienen. Die gehen ganz schnell in deine Richtung. Oh Gott, die gehen richtig schnell in deine Richtung. Hau mal ab. Jump? Hä? Was ist gerade passiert? Hä? Und warum war da kein Checkpoint? So, eigentlich nicht so klug, da keinen Checkpoint hinzubauen. Ganz ehrlich, ich bereue es im Moment, auf Retro eingestellt zu haben, weil ich habe schon gedacht, dass es ein paar mehr Checkpoints hier gäbe, aber nein, es gibt so gut wie keine. Wirklich nicht. Nein, nein, nein. Weg hier. Okay, ja, hier mache ich ein bisschen langsamer. Oh, der ist böse. Der ist böse platziert. Oh Gott. Jump.
Ach, ich glaube, ich soll da ganz schnell drücken, oder? Aber dann hätte man das aber auch anders darstellen können. Hätte das ja flashen können oder so. Dass man das ganz schnell machen soll. Keine Ahnung. Das war mir jetzt nicht eindeutig, wenn das wirklich der Fall sei. Oh, ich will nicht mehr. Ich mag dieses Spiel nicht. Ah! Komm, mach. Ich will nicht mehr. Okay, neuer Tag, neues Glück. Hoffentlich. Wird es mal ein bisschen leise sein? In der Hoffnung, besser spielen zu können. Genau, hier muss man, bei den Bienen muss man ganz schnell auf Sprungknopf drücken. Oh Gott, ich bin jetzt wieder fast gestorben. Ja. Ganz schnell. Bevor die einen outknocken. Ja. Weg hier, bitte! Checkpoint, endlich! Aber was geht jetzt ab? Bist du lieb? Aua, du bist böse. Aua, aua, aua. Okay, da habe ich nicht verstanden. Bam, bam. Oder was mit machen? Oh. Okay, immer wieder wieder hinten und werden das dann ausweichen. Vermutlich. Wahrscheinlich schon. Ah nein. Das wird schon nichts. Jetzt kommen die doch von unten. Und von oben. Ah. Bam! Okay, aber ich kann seine Attacken canceln. Wie Twitter Skrrr! Was macht die Blume da? Ballon. Nee, noch nicht. Shit! Okay, aber ich verstehe den Boss, ich verstehe den Boss. Und endlich mal wieder ein Checkpoint. Hat sich das gelohnt, mal Pause zu machen. Hau ab. Ja, genau. Hier mal weg. Kein Problem. Du haust auch ab. Und schon Damage gemacht. Aber mehrmals Damage machen kann ich leider nicht. Okay, die Blume ist tatsächlich relativ easy, muss ich sagen. Also die Blume finde ich überhaupt nicht schwer. So. Hä? Was habe ich getroffen? Was zum... Hä? Was habe ich denn jetzt getroffen? Wie komme ich eigentlich da unten an die Glocken ran? Ah, da unten ist noch eine Blume! Was zum... Die waren vorhin nicht da! Oh mein Gott! Was? Okay. Habe ich es geschafft? Ich habe es geschafft! Oh mein Gott! Was zum... Okay, ich habe eine Glocke verpasst. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Und was geht auf einmal jetzt ab? Wo bin ich denn jetzt? Ich folge mal den Diamanten. Oh oh. Was? Power-Up. Das kann ich nehmen. Dann ist sie wieder hübsch. Und tot. Nice. Aber ich, das ist schon mal etwas anderes hier. Auch ein anderes Color Palette. Also sieht alles so dunkel aus, statt halt Wasser. Aber es soll ja Wasser sein. Denke ich mal. Oh. Ich habe jetzt schon fast wieder vergessen, mein Freund. Okay, okay, hat geklappt. Ich traue mich nicht runter zu springen. Oh Gott, oh nein, nicht die Bienen. Nein! Die Bienen doch hier nicht. Oh Gott. Aber jetzt wollen sie nicht mehr, oder? Okay. Ich gehe mal weiter. Oh, Checkpoint. Ah, wunderbar. Und schau mal, was bist du für ein süßes kleines Ding? Süßes kleines Ding. Sieht schön aus. Oh Gott, das Ding, das kriecht sehr schnell. Oh Mann. Okay. Ah, Moment, bevor ich da jetzt reingehe, wie bei Super Mario, kannst du da bestimmt drüber, über das Ende des Levels. Da habe ich gerade sehr schlechtes Timing mit diesem Oktopus. Obwohl, jetzt geht's. Ja, hier ist was.
Der Gegner. Yeah! Okay, Glocke. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier richtig war, gut war. Keine Ahnung. Okay, diese schneckenartigen Viecher sind wohl nicht so schlimm. Nur ich bin schlecht im Spiel. Falls ihr es nicht wusstet, sieht man es hier. Ja, und ich wollte auf Red Remote spielen, klar. Und das kann man aber, das muss ich sagen, das finde ich nicht so gut gelöst. Das kann man wegen dem Color Palette gar nicht erkennen, dass das hier, dass ich hier gar nicht stehen kann. Ja, doch. Das ist ein bisschen blöde gelöst, ja. Hier muss man aufpassen. Kann ich nur hier stehen und hier stehen. Und ausweichen muss ich. Vor den Viechern. Und vor den anderen auch. Das nehme ich mal mit. Das ist bestimmt wertvoller als das andere. Obwohl, da bin ich mir nicht so sicher, mehr zu sein. Ah! Hab mich befreit. Danke, Kumpel. Aber jetzt lass mich bitte in Ruhe. Lass mich in Ruhe, habe ich gesagt. Okay. Ein Leben. Schnell. Nein! Nein! Oh. Okay. Yes! Das ist vorbei! Oh Gott, das Level hat mir... Das hat mir keinen Spaß gemacht. Aber okay, ich muss dazu sagen, ich spiele auch im Retro Mode. Also es ist ja auch meine Schuld, definitiv. Also da gebe ich mir auch teilweise selbst die Schuld. You're trying to cut down on caffeine too? May I recommend a hot chocolate? So nice and warm. Weniger Kaffee, mehr Kakao. Okay. Hey! Hey, da oben! Hey! Hey! Okay, ignoriert mich. Dann ignoriert er mich halt. Ihr chillt hier immer noch. Kein neues Bandmitglied leider. Okay. Du sagst auch nichts. Aha. Ah, doch jetzt. Psst. Okay, wow. Ach, du bist neu. I am photosynthesizing. Okay, dann mach du mal deine Photosynthese. So, ich weiß nicht, ob es noch zeitlich passt, aber ich würde tatsächlich gerne noch das nächste Level machen. Und zwar Act 4, The Queen's Curse. Und das scheint ein besonderes Level zu sein. Und zwar ein Bosskampf. Der ist also der Anführer hier. Dieser Hase ist der Anführer der ganzen Bienen. Zumindest sehen die für mich aus wie Bienen. Ach, und jetzt muss ich auf ihn... Ah, bam! Oder? War das richtig? Was macht die Fähigkeit nochmal? Ich kann die Dinger grabben. Ach, da waren noch vorhin welche, oder? Ah, ich muss ihn abwerfen mit jetzt diesen Äpfeln, oder was es sind. Genau. Ah, aber cool, dass wir das Power-Up nochmal bekommen. Weil das mochte ich. Das war ein bisschen hilfreicher als andere. Bam! Noch eins? Nee, aber danke fürs Herz. Das war lucky. Das war echt lucky, dass ich da nicht getroffen wurde, auf jeden Fall. Hey, das sind Bomben. Das ist aber keine Bombe. Das ist was für dich. Friss das. Ich hasse die Oktopusse. Ich hasse sie. Oh, neues Power-Up. Da ist sie hübsch. Also, sie ist so oder so hübsch, aber... Hier mag ich ihre Haare ein bisschen mehr. Außerdem ist sie grün. Grün ist eine schöne Farbe. Das Viech. Okay, die sind nicht so schlimm. Die sind nur ein bisschen unpredictable. Aber allgemein finde ich die jetzt nicht so schlimm. Weil die können da ruhig ein bisschen hinten bleiben. Ist mir egal, da bin ich sowieso kaum. Ja, da ärgerst du dich, wa? Was zum... Was zum... Aua! Ah, nein! Den ganzen Kampf neu! Ja, wenn ich nicht sterben würde. Oh Gott, okay, bis gleich. Ah, ich habe getroffen? Aha. Jetzt wieder das. Das finde ich ein bisschen schwierig, vor allem, weil ich noch ein Leben habe. Nein! Bumm. Verdammt, da musste ich springen. Okay, nochmal. Wie soll das gehen? Ich kann ihn doch eigentlich nur so ausweichen.
wenn ich Glück hab. Okay, getroffen. Er lebt noch. Was macht er jetzt? Was zum... Was will ich machen? Jump, right, jump, left, down, left, jump. Hä? Aha, bin drüber gesprungen. Aber echt nicht einfach. So, okay. Jump, left, down, jump, right, jump, right, left, boomerang, left, boomerang, down. Ach, Boomerang war... Ah, das war der andere Knopf für Boomerang. Oh, das war meine Schuld. Ich glaube, dann wäre er down, oder? Oh, danke fürs Herz. Okay, komm. Diesmal weiß ich, wo Boomerang ist. Jump, down, jump, right, down, right, down, left. Boomerang! Ah, ist vorbei. Hä? Auf einmal wird so schön Frau? Hallöchen? Thank you for saving me. Now hurry. You must save the king. Ich habe anscheinend die Königin gerettet. Sie war verflucht in einen Hasen, der mich killen wollte. Und jetzt haben wir sie gerettet. Nice. All in the day's work. Eieiei, das war echt nicht ohne, dieser Kampf, also... Aber das liegt höchstwahrscheinlich alles daran, dass ich auf Retro Mode spiele, oder? Höchstwahrscheinlich. Sagen die anderen hier was Neues? You collected a total of 68 Bells. Okay, eins fehlt noch. Statistics Room. Okay, die sind jetzt nicht wichtig, die Statistics. Okay. Wunderbar, ein Drittel des Spiels durch. Freut mich. Hey, you have a game bell. The game bell too. Next time I should bring mine, so we can play together. Ah, das war doch super. Das können wir noch machen. Okay, Leute, beim nächsten Mal machen wir dann weiter mit Bell Boomerang. Falls euch gefallen hat, nach den ganzen Ragen. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Nächstes Mal werde ich hoffentlich nicht so viel ragen. Und ja, bis dann und ciao!